Wir starten heute im Knochental, denn wir haben diesen Aufgabenstrang natürlich noch nicht erledigt. Wir haben nämlich den Westweg gewählt und den östlichen Weg oder sagen wir mal den mittleren Weg, den haben wir erstmal ad acta gelegt. Also zumindest im Sinne der epischen Geschichte haben wir uns für diesen entschieden. Aber hier wollen wir natürlich auch noch den Leuten helfen. Und da steht auch schon einer rum. Und hätte gern was von uns. Der Blethuhn. Blethuhn? Ein blödes Huhn? Hm? Nein. Der Blethuhn. Und hinter ihm schleichen auch hier schon die Unholde herum. Oh, wahrscheinlich müssen wir da auch heute auch wieder ein paar erlegen. Ja, schauen wir mal, was wir heute für Aufgaben haben. Die alte Frau des Berges sagt, wir sollten Duvodiat nicht trauen. Ihr seid ein Duvodiat an diesem Ort. Ihr gehört ebenso wenig an diesen Ort wie ich. Zwischen den Tälern und Hügelgräbern des Knochentals hauste lange Zeit eine Sippe. Diese Sippe wird Divlik genannt. Die Verhassten auf Westron. Sie sind Eidbrecher, die als Bestrafung ins Knochental getrieben wurden. Kürzlich begannen merkwürdige Ereignisse und aus den Hügelgräbern, die lange Zeit lang ruhig waren, entspringen bösartige Geräusche. Würdet ihr so gut sein und euch nach Anzeichen danach umsehen, was in diesem Gebiet vor sich geht? Reist von hier Richtung Westen und seht, was ihr entdecken könnt. Wenn ihr die Anzeichen gefunden habt, nach denen ich suchte, solltet ihr meinen Freund Charon aufsuchen und ihm die Beweise bringen, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, wanderte er in westlicher Richtung durch das Tal. Untersucht aufgewühlte Erdhaufen und Überreste. Machen wir mal. Wo müssen wir denn da hin? Ah, ja, hier so rüber. Und hoch? Oder? Ja. Da müssen wir da irgendwie hier auf die Höhe. Na, vielleicht kommen wir ja da ganz gut. Haben wir Ton? Ja. Es ist immer, wenn man erstmal gar keine Musik hört. Ist es immer so still? Oh, Bezwingerin der Toten. Okay, hier gibt es sogar noch eine neue Tat. Wir sind jetzt ja eigentlich noch so ein bisschen. Ja, Übergang Enetweiß Dunland. Aber eigentlich, nee, es ist schon. Ich glaube, Knochental gehört schon richtig ordentlich zum Dunland. Okay, und was war jetzt das zweite? Ein Aufgabengegenstand. Ein Schwert haben wir gefunden. Dieses Schwert ähnelt sehr stark denen, die Divlik tragen. Ihr solltet es sofort zu Blethuhn an sein Lager bringen. Hm, soll man das auch tatsächlich sofort machen? Vielleicht kriegen wir ja eine Folgequest und dann ärgern wir uns, wenn wir zweimal irgendwo hinlaufen müssen. Hypatia, Hallöchen! Na, bringen wir es ihm mal. Niedertracht. Ich fürchte, dies ist ein schlechtes Zeichen für uns, Duvodiat. Es scheint, als ob es unter den Divlik Leute gibt, die mit der Erweckung der Unholde in Zusammenhang stehen. Wir sollten unsere Verbündeten zwischen den Hügelgräbern vor diesem Verrat warnen. Und Level Up. Ja, da hat nur noch so ein ganz klein bisschen gefehlt. Was haben wir jetzt? Was? Schon wieder Aufgabengegenstand? Ein Brief. Oh, Rohan. Ja, den heben wir uns noch auf. Ich glaube. Haben wir das jetzt hier reingekriegt? Nö. Aber hier müsste ja jetzt eigentlich sein, Rohan. Jetzt habe ich es einfach weggeklickt. Oh, lauter. Das ist eine Level. Wobei, wir sind 74. Neue Tat. Ach, nur eine Tat war das. Zu Rohans Hilfe. Zu Rohans Hilfe. Hm, abgeschlossen, zugeschlossen. Jetzt haben wir es gar nicht gelesen. Ja, gut. Müsste das nicht im Postfach? Ich dachte jetzt, irgendwie habe ich so spontan gedacht, das ist ein Postfach-Dingens. Nö. Okay. Eine Tat zu Rohans Hilfe. Wo habe ich denn das Buch der Taten? Na, so ein bisschen verpeilt. Rohan. Zu was gehört das denn?
gibt's Rohan nicht extra? Oder gehört es hier dazu? Egion? Ich weiß nicht. Warte, mit diesen. Warte, das müsste Rohan sein. Großer Fluss. Wer da jetzt eine Tat bekommen? Tat? Abgeschlossen. Neue Tat zu Rohans Hilfe. Abgeschlossen zu Rohans Hilfe. Okay, dann müssen wir aber abgeschlossen gucken. Oh, ich hab sowas von kein Plan. Warum bleibt denn das nicht? Ach, egal. Nicht so wild. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, das wäre bloß irgendwie die Starterquest zu nach Rohan. Aber ist das irgendwie gar nicht gewesen. Deswegen habe ich so schnell weggeklickt. Ja, hier ist es natürlich jetzt auch nicht mehr zu sehen, weil ich hier alle abgeschlossenen... Ja, egal. Da oben sieht man es doch, Brief. Hier sieht man was. Startet Rohan entgegen. Ein nicht unterschriebener Brief. In einer vertrauten Handschrift. Ja eben, deswegen habe ich gedacht, ich kann noch einen Brief lesen. Ach, hier, guck mal da. Ich habe es tatsächlich. Ja gut, dann ist es ja kein Problem. Vielleicht habe ich ja schon mal so einen Brief gekriegt und der gammelt jetzt immer noch hier rum für die anderen Gebiete. Ich pack den mal hier runter. Denn das hat noch ein bisschen Zeit. Ist das echt ab Level 74 schon? Oder kann man einfach ein Level vorher schon hin wahrscheinlich? Wahrscheinlich so. Schattenreiter, danke für dein Follow. Herzlich willkommen hier. Okay. Das war jetzt hoffentlich mein erster und einziger heute. Ich stehe mal wieder auf dem Schlauch. Akt. Schauen wir mal. Und ich hoffe, ich denke nachher auch an den Brief, wenn es Richtung Rohan geht. Vielleicht erinnert ihr mich ja dann einfach dran. So, jetzt sind die natürlich hier auch alle schön grau geworden. Fast alle. Und wir haben Erdhaufen. In diesem Fleckchen Erde sind verschiedene Fußabdrücke zu sehen. Okay. Aber nichts weiter. Keine Info. Unholde müssen wir jetzt nicht jagen, oder? Nö, nur fürs Buch der Taten. Frido, Hallöchen! So, einen brauchen wir noch. Hinten liegt eine Kartoffel, die brauchen wir nicht unbedingt. Gut, da. Und... Da hinten ist ein aufgewühlter Haufen noch. Was schießt nach uns? Das hat den jetzt aber nicht ordentlich, nicht wirklich gejuckt, oder? So. Drei Haufen und jetzt sollen wir noch irgendwelche Überreste. Die sind ganz hinten im Eck. Gucken wir mal. Hier. Ja, ja, ich muss da mehr die Speersachen benutzen. Hier wäre auch noch so ein Haufen. Also es gibt mehr Haufen. Ah, guckt mal, da hat sie eine Menge. Den hier können wir ignorieren. Lass mal wieder reinkommen. Zwei Wochen kein Lodro gespielt. Oh, gibt aber mehr Überreste. Okay. Der Verfall dieses Körpers hat vermutlich schon vor Jahrhunderten begonnen und dann liegt er immer noch da? Oder wurden die rausgezerrt aus dem Boden? Waren vorher doch eher geschützt. Drei Stück liegen da. Okay. Ja, oh, der sitzt ja sogar hier hinten. Ach, mal wieder verletzt oder wie? Der reibt sich zumindest das Knie. Ihr seid hier willkommen. Ah, naja, es scheint, als hätten wir einen weiteren Dovodiat in unserem Lande. In diesen problematischen Zeiten sind es leider die Außenseiter, die den Leuten am ehesten zu Hilfe kommen.
Falls es euch interessiert, es scheint, als wären die altehrwürdigen Toten verderbt. Und sie erheben sich nun aus ihren Hügelgräbern. Ja, so sieht's aus. Sogar die Uchluth brauchen gelegentlich etwas Hilfe. Sky Manny, Hallöchen! Schon angefreundet mit dem überarbeiteten Hüter? Tatsächlich war ich erstmal ganz überrascht und so, ups, nein, ich muss ja alles neu machen. Aber jetzt hier zum Questen ist es tatsächlich eigentlich überhaupt kein Problem, weil da spielt er sich gleich. Außer, dass mein Gewaltmarsch nicht mehr funktioniert, irgendwie, immer noch nicht, glaube ich. Und was vielleicht aber ins Gehege kommt hier mit diesem, mit dieser Hektik, was eigentlich aber nicht sein dürfte, weil die Hektik langsamer ist als mein Gewaltmarsch. Keine Ahnung. Irgendwie überschreibt sich das. Aber sonst, da ich ja nur Queste und easy peasy graue grüne Gegner habe, nichts wirklich Herausforderndes, ist es nicht merklich, muss ich sagen. Es ist nicht merklich. In letzter Zeit hat sich eine große Armee innerhalb des Knochentals versammelt und bereitet sich darauf vor, die Algreik-Stämme von Enedweiss anzugreifen. Allerdings hat Jorat, ein mächtiger Brenin der Stämme, die Krieger südlich zu Wulfs Kluft gerufen, um sich auf einen Angriff gegen die verfluchten Strohköpfe vorzubereiten. Strohköpfe? Ja, so Hohlköpfe. Nachdem die Streitkräfte sich zurückgezogen haben, hat Treeran, Brenin der Divlik, damit begonnen, all jene anzugreifen, die Außenseitern wie euch helfen. Meine Gruppe wurde im Tal verstreut. Werdet ihr nach den Überlebenden des Angriffs suchen und ihnen, wenn möglich, helfen? Reist Richtung Osten und seht euch an den Hügeln und Felsen nach meinen Kameraden um. Falls ihr sie findet, kehrt zu Blehun zurück und lasst ihn wissen, dass es ihnen gut geht. Okay, machen wir. Und ich denke mal, das wird dann hier das Lager sein, oder? Noch nicht? Nö, doch noch nicht. Ah, da sind noch andere? Ja, gut. Die sind tatsächlich ziemlich verstreut. Ah, ja, tatsächlich, da sitzt einer da oben. In meiner geheimnisvollen Notiz. Wir müssen so noch hinkommen. Darf nicht absteigen, während ich reite. Ja, danke. Was ist denn los wieder? Es leckt schon. Am frühen Morgen. Was soll das? Okay, wir reden erstmal. Wir reden erstmal. Seid gegrüßt. Lotro. Werdet ihr hier lange verweilen? Kanon hat euch entsandt. Hieß der nicht anders? Hieß der Kanon? Um mich zu finden? Ich verstehe nicht ganz, was passiert ist. Lasst ihr bitte alle meine... Was? Lasst ihr bitte alle meine Kameraden, die ihr finden könnt, wissen, dass ich dem Angriff der Divlik unversehrt entkommen bin. Ich danke euch, du Wodiat. Okay, Nummer 1. Aber die geheimnisvolle Notiz? Er könnte doch sagen, ich habe was gefunden. Lest mal, was hier steht. Nö. In der hastig gekritzelten Notiz steht, denen, die zurückbleiben, wünsche ich Glück. In den letzten Tagen und Wochen gab es immer mehr düstere Omen dessen, was vor uns liegt. Um uns herum fallen Schatten, die uns Angst einflößen. Zum ersten Mal rühren sich hier die Hügelgräber. Ihr solltet diese Notiz zu Blehun bringen. Okay, machen wir. Wir tragen alles zusammen. Der andere, der steht da oben oder sitzt da oben wahrscheinlich auf dem Hügel. Au, der war doch grau. Ah, haha, da war ein grüner hinterm Stein. Oh, der ist gar nicht da oben. Hi, Lunette, beziehungsweise eine Sie. Ich kann oft kaum schlafen. Charon hat... Ja, eben, Charon hieß der, nicht Kanon. Das war vorhin ein Tippfehler. Charon hat euch geschickt? Dann lasst uns sprechen. Wir hatten einst eine friedliche Vereinbarung mit den Divlik. Wir haben ihnen Waren gebracht und sie haben uns ermöglicht, unbedroht nach Norden zu ziehen. Doch seit die Krieger in die Wulfskluft abmarschiert sind, sind die Divlik all jenen gegenüber feindlich gesinnt, die sie als Duvodiat-Außenseiter ansehen.
Sie haben unsere Gruppe angegriffen und wir waren unvorbereitet. Nur wenige von uns haben überlebt. Und dann berichten wir Blehun mal. Und was sagst du zu den neuen Charaktererstellungsoptionen der Menschen? Die schon in Kürze kommen? Gibt's da neue Optionen? Ich weiß gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich kümmere mich im Moment gar nicht um Lotro. Überhaupt nicht. Ich habe so viel andere Sachen, die mich gerade beschäftigen, dass ich jetzt so bei Lotro gerade gar nichts weiß. Und eher hinten dran hängen, weil ich ja den neuen Content auch noch gar nicht angeschaut habe. Immer noch nicht. Das stört mich aber auch nicht groß. Es passt mir gerade einfach gar nicht rein. Von dem her weiß ich gar nicht. Was ist denn dann da neu? Kannst du ja mal das Video reinposten in dein Discord. Welches Video? Also ein Video zu den neuen Charaktererstellungsoptionen? Was ist denn dann bei denen neu? Ist es dann so ein Versuch und sie überarbeiten erstmal die Charaktererstellung der Menschen und später dann auch die anderen? Könnte ich mir vorstellen. Das heißt, vielleicht kriegen die neue Gesichter oder neue Haare oder ist da irgendwas ganz anderes, was es gerade noch gar nicht gibt? Ach, du kannst ein Video reinposten. Ja, kannst du? Ich werde es mir aber erst hinterher anschauen, jetzt nicht. Das gucke ich mir dann hinterher an. Aber darfst du gerne machen. Dann bin ich wieder erstmal schlauer. Erstmal Menschen und später die anderen. Aha. Und da kommen einige Optionen hinzu, die es noch gar nicht gab. Oh, interessant. Vielleicht kann man ja dann irgendwie, so wie in anderen Spielen, auch irgendwas Besonderes im Gesicht. Oder so irgendwelche Tattoos oder Ohrringe und so Sachen vielleicht. Gibt's ja hier alles noch schon lange, noch gar nicht. aber ich glaube, sehr, sehr detailliert wird es trotzdem nicht werden. Vielleicht so ein paar Gimmicks mehr, könnte ich mir vorstellen. Wobei meine Hüterin mir ganz gut gefällt. Und meine Linearil auch. Wahrscheinlich kann man dann auch seine bestehenden Charaktere nacharbeiten, wenn man das möchte, könnte ich mir vorstellen. So, Blehun. Das Knochental war einst heilig, doch nun wurde es dem Bösen zugewandt. Das ist auch ein komischer Satz, oder? Doch nun wurde es dem Bösen zugewandt. Du kannst einen... Also in meinen Augen kann man einen Landstrich nicht dazu zwingen, sich etwas zuzuwenden, sondern eher in einem Landstrich geschieht vielleicht jetzt mehr Böses als vorher. Aber der Landstrich kann ja sich nicht irgendwo hinzuwenden, der ist einfach nur da. Der liegt da und alles passiert auf ihm. Er kann nichts dafür. Ja, manchmal ist es schon komisch formuliert. Und ich bin ja sowieso so ein Sprach... Autist? Nein, also einfach so sprachlich, ja, sag mal so, ich bin halt belesen, ich habe schon viele Bücher gelesen und mir fällt es halt dann sofort auf, wenn irgendwas schon sehr merkwürdig ausgedrückt ist, was dann offensichtlich einfach von der Übersetzung her, so jemand sitzt da und will das übersetzen und denkt sich, wie könnte ich das formulieren? Und es ist tatsächlich so, ich habe ja auch schon Sachen übersetzt, wenn du da länger sitzt, ja, und Sachen übersetzt, dann entgleitet dir die deutsche Sprache immer mehr und du weißt immer weniger, wie man was in der deutschen Sprache normalerweise beschreiben würde. Und du übersetzt immer verkorkster. Es ist tatsächlich so. Also wenn man jetzt nicht das wirklich, wirklich super gut kann. Und was dann aber hilft, ist, das einfach zu übersetzen und dann am nächsten Tag nochmal entspannt einfach nur das Deutsche durchzulesen. Und dann kommt, dann springt es dich so richtig an, so, boah, was hast du da für ein Mist übersetzt? Aber da haben die wahrscheinlich hier sowieso keine Zeit dazu, ne? Das einfach nochmal später durchzulesen. Zumal man das jetzt ja nicht als Fließtext kriegt, sondern wenn man so Sachen übersetzt, dann kriegst du immer diese Sätze oder Absätze und du hast den Zusammenhang nicht. Das ist das Blöde. Und das ist dann in so einer Datenbank. Und das Problem ist halt auch dann, dass du die ganzen
Einträge ja dann wieder zusammensuchen müsstest, die du am Tag vorher reingetackert hast. Was dann natürlich auch schwierig ist. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sich das nachher nochmal durchzulesen, dann merkt man dann so, da gibt es eine etwas normalere Umschreibung oder Beschreibung dafür oder Übersetzung. Wobei es dann tatsächlich auch welche gibt, also Auftraggeber, denen es lieber ist, es ist akkurat, wortwörtlich übersetzt und nicht frei, sodass es im Deutschen den gleichen Sinn ergibt oder die gleiche Atmosphäre entsteht, sondern die wollen dann, dass es wörtlich übersetzt wird. Und dann kommen nämlich solche komischen, verkorksten Sachen auch tatsächlich zustande. Und das ist dann quasi vom Auftraggeber gewollt. Auch wenn du dann da sitzt, das übersetzt sagst und ja, aber Leute, überlegt mal, wenn man das jetzt liest, kommt das halt total bescheuert rüber. Alles schon erlebt. Alles schon erlebt. Ja, okay. Wir lassen es mal so stehen. Mir ist zum Beispiel heute auch aufgefallen, als ich in meiner Charakterliste war, dass die Entwickler von Lotro es immer noch nicht geschafft haben, die deutschen Rassenbezeichnungen, also zum Beispiel Hüter der Hobbits hinzuschreiben, sondern da steht halt Hüter der Hobbit. Ja, super. In Deutsch ist da halt ein Z hinten dran. Ja. Gottfried, alles klar. Danke, dass du da warst. Und das ist einfach, andere Spiele kriegen das ja auch hin. Da muss man einfach nur mal kurz reingucken in die Dateien und das fürs Deutsche ändern. Fertig. Haben sie nicht geschafft in all den Jahren. Steht immer noch so bescheuert drin. oder Jäger der Elb oder sowas steht da immer noch. Das ist echt, echt schade, muss ich sagen, dass sie das nicht hinkriegen. Und das ist ja, ja, da muss man halt einfach in der deutschen Übersetzung nochmal über manche Sachen rübergehen und gemeldet wird's ja, da muss man einfach einen abstellen, der diese ganzen Sachen, die da gemeldet sind, einfach mal angucken. Und dann ist das erledigt. Fertig. Aber anscheinend gibt es da keinen, der das machen könnte. Oder den man abordern könnte. Naja. Ich bin froh, dass mehr den Angriff überlebt haben, als wir ursprünglich dachten. Doch ich sorge mich darum, was aus diesem Ort geworden ist. Ich bin froh zu hören, dass einige unserer Gruppe den brutalen Angriff der Dieflik überstanden haben. Ich schwöre, dass die Dieflik für diesen Verrat bestraft werden. Und wir dürfen uns was aussuchen. Eine Hose, nö. Was ist das? Wille? Nein, nein, nein. Die alte Frau des Berges sagt, wir sollten Dovodiat nicht trauen. Naja, jeder meiner Kameraden trug ein Siegel bei sich, das die Zugehörigkeit zu unserer Sippe symbolisieren sollte. Als meine Kameraden im Angriff ihr Ende fanden, wurden ihnen viele dieser Siegel entrissen. Aber ich dachte, sie sind auch du. Sind sie nicht auch Außenseiter? Haben sie nicht irgendwas gesagt? Da hätten sie eigentlich doch gar keine Siegel mehr, weil sie gar nicht mehr... Obwohl doch, sie sind eine gesamte Sippe, die ausgestoßen wurde oder sowas. Das ist schon ein bisschen verwirrend. Sonst hätten sie ja gar keine Sippenzugehörigkeit mehr. Als meine Kameraden im Angriff ihr Ende fanden, wurden ihnen viele dieser Siegel entrissen. Würdet ihr bitte versuchen, diese Siegel von den Dunländern auf dem Hügel zurückzuholen? Wenn ihr dafür bereit seid, begebt euch in Richtung Süden den Hügel hinauf. Die Kundschafter sind diejenigen, die die Siegel tragen. Und allzu viel Logik darf man hier natürlich auch nicht verlangen. Sprecht die Namen böser Dinge nicht aus. Wenn ein Dunländerstamm einen Bereich erobert, platzieren dessen Leute Standarten an dem Ort, um ihren Sieg bekannt zu geben. Als unser Lager überrannt wurde, haben die Dieflik dort Standarten aufgestellt, um ihren Sieg zu symbolisieren. Würdet ihr bitte diese Standarten suchen, sie vernichten und jeden Hauptmann der Dieflik töten, der euch dort über den Weg läuft? Zieht nach Süden, folgt dem Pfad auf den Hügel, auf dem sich unser Lager einst befand. Wir schlugen unser Lager auf einem Hügel südlich von hier auf. Ja, das hast du schon dreimal erwähnt. Nein, zweimal, jetzt das dritte Mal. Die Dieflik haben uns überraschend angegriffen, einige von uns gefangen genommen und andere einfach getötet. Sie müssen für ihren Verrat bezahlen. Werdet ihr zum Lager zurückkehren und die Dieflik besiegen, die unsere Leute angegriffen haben? Reist Richtung Südosten auf den Hügel und folgt dem Pfad entlang des Kamms.
besiegt dort sämtliche Tieflieg, die ihr finden könnt, und kehrt dann zu mir zurück. Also, der Hügel ist... Okay, es ist halt einfach hier im Süden. Aber es sind dann keine Unholde, ne? Die Unholde sind ja nicht die Tieflicks, sondern das müssten ja jetzt die feindliche Sippe sein, die hier auch irgendwo sich breit gemacht hat, da unten. Aber es ist trotzdem ein Unhold. Und Unholde sind ja untot. Das sind dann also die, die sich erhoben haben? Bogenschütze? Nee, das ist ein Mensch. Solche wie ihr sind hier nicht willkommen, du Wodiat. Ja, das höre ich überall, wo ich hinkomme. Und hinterher sind sie mir dann doch ganz dankbar. Ah ja, okay, die fliegt Dunländer. Und die Unholde? Ah, die Unholde brauchen wir gar nicht. Die Untoten brauchen wir gar nicht, nur die Lebenden. Und die haben hier ihr Dorf. Aber wieso leben dann Unholde und Lebende zusammen? Habe ich das jetzt irgendwie nicht so ganz mitgekriegt? Haben die Tieflinge ihre Ahnen selbst erweckt oder irgendwas gemacht? Damit die sich wieder erheben? Weil guck mal, die leben hier ja jetzt so gemeinsam. Ja, wahrscheinlich über zu viel andere Sachen nachsinniert. Da ist mir das schon wieder... entgangen ist oder entglitten. Ja, komm, die nehmen wir auch noch mit. Ja, die darfst du mitnehmen, komm. Wobei jetzt hier im Dorf tatsächlich nur die Wachen sind und die Untoten oder Unholde sind eher so am Rand und gucken. Gucken von außen rein. Durch eure Hand werde ich nicht sterben. Tja, hast du dir gedacht? Neue Tat, Knochental erkunden. Noch schon die ganze Zeit im Knochental. Findet Lahn-Godelet. Okay. Jo, jetzt sollen wir aber auch noch Standarten zerstören und okay, Siegel haben wir jetzt nebenbei auch mit eingesammelt, also brauchen wir jetzt nur noch die Standarten. Sollen dann auch irgendwelche... Ach, die sind... Okay, die sind da oben. Irgendwo am Eingang. Sind wir irgendwie schon vorbei. Nicht aufgepasst. Ah ja, da oben blinkt eine. Schaut. Anzahl zerstörter Standarten. Okay, da gibt es tatsächlich mehrere. Ist aber irgendwie gar nicht so zu den... Ja, so mit... was dämonisch aus. Teuflisch. Aber okay, wenn sie sich da irgendwie verschrieben haben. Denen. Aber irgend so ein Chef sollte man doch auch noch töten. So ein Häuptling, oder? Ist der? Oder kommt der, wenn wir alle vernichtet haben? Besiegt Savul. Eine Standarte fehlt uns noch. Das ist keine. Müsste die eigentlich hier oben sein? Ah,
ganz oben. Dann ist wahrscheinlich der Savul auch ganz oben.